Teamwork makes the dream work. Ich werde den nämlich gleich alle selber nachbauen. Hallo, ich bin Mayra, ich leite das Google for Startups Team hier in Deutschland. Mit unserem Team unterstützen wir Gründerinnen und Gründer auf der ganzen Welt. Hier mit unserem Team in Berlin unterstützen wir hauptsächlich Gründerinnen. Und deswegen ist es mir eine besondere Freude, dass wir CreateF unterstützen dürfen. Bei Google denken wir wahrscheinlich alle erstmal an Technologie. Aber Mayra und ihr Team haben für die Gründerinnen einen Techify-Tag mit Leadership-Elementen, Netzwerk und Creative Brainpower vorbereitet. Ich bin Alisa, ich bin im Team, das heißt Creative Works, ich bin Creative Strategist. Ich glaube, das, was man lernen muss, auch mit der Zeit, ist so ein bisschen, was ist der eigene Energiehaushalt? Und das, finde ich, ist fast eigentlich eine der schwersten Übungen, also zu verstehen, wann man eine Pause braucht. Weil wenn man eine braucht, ist es fast schon zu spät. Das nennt sich das Headline Game. Was wäre quasi so eine Schlagzeile in einem Medium eurer Wahl, was so ein bisschen das widerspiegeln würde, wo ihr hin wollt? Also so ein bisschen groß träumen, was wäre ein cooles Projekt? Was würdet ihr erreichen wollen? Was ist eure Vision? Ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit 5 Minuten. So. Wie sieht's aus? Was ist eure Headline, die ihr gerne sehen wollt? Wer mag anfangen? Eins, die drei. Genau, wir sind Shit2Power und machen Energiegewinnung aus Klärschlamm. Und die Lieblingsheadline wäre in der Süddeutschen Zeitung mit der großen Frage: Ist Abwasser bald Geschichte? Wasserstoffgewinnung aus Klärschlamm lässt globale Klärungsraten in die Höhe schnellen. Meine Headline wäre gerne Harvard Business Review. Startup Efforts launched first fall prediction jewelry to improve elderly care. A case study combining IoT, Blockchain and AI. Okay. Das ist quasi die zukünftige Vision von uns, dass wir uns Richtung Sturzvorhersage bewegen können und unsere Technologien dahingehend vereinen. Unsere Lieblingsheadline bei Wardrobe Affair wäre in der Vogue als the most sustainable way to consume fashion. Wir machen eine Fashion-Sharing-App, die es ermöglicht, Kleidung gegenseitig zu mieten und vermieten. Genau. Now, mein Startup ist Maloop und ich beschäftige mich im Moment mit kreislauffähigen Möbeln, die die Umwelt nicht belasten. Und das Ganze soll am besten natürlich überall, aber erstmal in der Süddeutschen Zeitung und bei L Decorations, weil es einfach mit dem Thema zusammenhängt, drin sein, als dein Design verbessert die Welt, weil das Ganze individualisierbar sein soll und sich weiterentwickeln soll, auch zu Materialien, die aktiv die Umwelt schützen, anstatt schädlich zu sein. Okay, okay. Wir sind Hito. Wir sind jetzt 2 Wochen alt, glaube ich. Zum Glückwunsch. Danke. Das wäre voll cool, wenn wir bei Forbes reinkommen würden. Hito revolutionizes startup investing and opens doors for small investors and de-risks early stage funding. Very nice. Ja, wir sind Noho. Und wir wollen das sauber machen mit unserem DIY Reinigungsmittel-Kit. Genau, und unsere Traum-Headline wäre im T3N oder Business Punk, und zwar: Noho revolutioniert das Putzen, 20.000 Tonnen unnötige Chemie eingespart. Sehr schön, vielen Dank. Ich glaube, bei euren ganzen großartigen Ideen ist das gar nicht so unrealistisch, dass das irgendwie in die Medien schafft. Von daher, ich glaube, jetzt ist die beste Zeit. Ich glaube wirklich, dass die Welt sich gerade verändert. Jetzt ist die beste Zeit. Das wird auch bei Kati Ernst und Maria Bruckert deutlich, die als erfahrene Gründerin auf ihren Wegen von Google unterstützt wurden. Ich bin Maria, Gründerin von Skin. Ich bin Kati,
Ich bin eine der Gründerinnen von Uya. Wir sind eine Female Empowerment Company hier aus Berlin. Wir machen innovative Produkte für die Bedürfnisse von Frauen. Also wir beide, meine Mitgründerin und ich, haben nicht, immer schon relativ alt gegründet. Wir waren beide schon 37, als wir gegründet haben. Das heißt viele und waren im Management unterwegs von größeren Unternehmen. Das heißt viele von so den Skills, was jetzt so, wie baut man denn eine Profitabilitätsrechnung auf oder sowas, ne, das wussten wir schon, da brauchten wir keine Unterstützung. Das ist bei Menschen mit anderen Hintergründen total anders. Bei uns war wirklich die Motivation, wir wollen da hingehen, um Inspiration zu holen. Interessante Leute, andere Gründerinnen, die vielleicht interessante Ideen haben, andere Menschen, die Expertise haben in Bereichen, wo wir uns gar nicht auskennen, und einfach mal so ein bisschen Input zu holen. Und das ist etwas, was wir regelmäßig machen, dass wir versuchen, durch Bücher, durch Webinare, durch Programme immer wieder unser Denken anzustoßen und immer weiterzukommen bei Sachen, von denen wir ganz oft gar nicht wussten, dass wir da weiterkommen wollen. Und ich glaube, wir haben uns einfach hier immer total wohlgefühlt, und es ist bis heute so, dass wir uns einfach total willkommen fühlen bei allen verschiedenen Projekten, die Google hier in Berlin anbietet. Und ich glaube, das war das, was ich mitgenommen habe, dieser Kontakt zu den verschiedenen Leuten hier auch im Haus, die ich sehr schätze. Also einer der Key Facts hinter dem Google for Startups Programm ist zum Beispiel ja auch, hey, gib den Gründerinnen den Raum, miteinander zu sprechen. So viel vielleicht erstmal von uns. Welche Fragen habt ihr denn so auf dem Herzen? Wie habt ihr es geschafft, eine Love Brand aufzubauen, besonders am Anfang? Also was war eure Strategie? Wie seid ihr vorgegangen? Also ich glaube, sehr viel von dem, was wir heute über Love Brand Building kommen, ist sozusagen rückwärtsblickend gelernt. Ja, also es war nicht so, dass wir angefangen haben und gesagt haben, wir bauen eine Love Brand. Ich glaube, das war mir damals noch nicht mal ein Begriff. Und dann haben wir XYZ gemacht und dann hat es geklappt. Aber wir haben schon uns mal die Zeit genommen, zurückzugucken und zu schauen, was haben wir denn gemacht, was vielleicht dazu geführt hat. Und im Endeffekt sind es vier verschiedene Bereiche, die wir identifiziert haben, wo wir sagen, diese vier Elemente waren, oder mindestens eins dieser Elemente war in jedem Fitzelchen Kommunikation, was du über uns gehört hast. Ja, oder gespürt hast oder gelesen hast oder gesehen hast oder in dem Paket, was du bekommen hast. Also jeder Touchpoint von dir als Konsumentin mit unserem Unternehmen hatte irgendwas von diesen vier Sachen. Und die sind auf der einen Seite Trust. Ja, ein großes Vertrauen aufzubauen zu den Leuten, indem zum Beispiel Christina und ich unsere Gesichter zeigen und als Personen auftreten für die Marke. Oder dass wir Qualitätshinweise, die wir durch Tests haben oder durch Kundenreviews, ne, dass wir die sehr proaktiv zeigen, dass Leute also wissen, selbst wenn sie noch nie von dir gehört haben oder deiner Marke, ich kann denen irgendwie vertrauen. Ja, das ist schon mal ein gutes Gefühl. Das zweite ist Emotionalität. Ja, dass die Menschen eine emotionale Bindung mit der Brand haben. Das kommt dadurch, dass wir über sehr persönliche Themen sprechen. Also die Marke, die Periode zum Beispiel, ist ja sowieso ein sehr persönliches Thema, wo viele Leute emotional darauf reagieren, was sehr intim ist. So. Aber auch indem man zum Beispiel mitbekommt, wie wir die Firma aufbauen, wie man, was für Feste wir feiern, was für Tiefschläge wir auch vielleicht haben. Ja? Dass wir uns engagieren für politische Themen, für gesellschaftliche Themen. Ja? Leute, die Menschen berühren, die mehr sind als das Produkt, was du verkaufst. Ja? Also einfach eine Emotion mit reinbringen. Also zweites Thema, Emotionalität. Drittes Thema ist Product Excellence, also einfach richtig geile Produkte. Also die Marke kann noch so gut sein, wenn das Produkt nicht stimmt, nicht richtig geil ist, dann werden Leute nie so begeistert davon sein, dass es eine Love Brand wird. Also auch mit einer sehr großen Überzeugung und Perfektion an dem Produkt arbeiten. Heißt nicht, dass das Launch-Produkt perfekt sein muss, aber das Ziel muss sein, das perfekte Produkt zu bauen, was genauso geil ist, wie du es gerne hättest. Ja? Und das vierte ist Aspirational, ja, Pictures oder Creatives. Also, dass die Sachen, die die Leute von dir sehen, so sind, dass sie denken, boah, das ist so schön oder das ist so cool oder davon möchte ich irgendwie ein Teil sein. Das ist die Qualität der Bilder, das ist die Qualität der Verpackung, das ist die Qualität des Produkts, wenn es angefasst wird. Dass einfach jede Werbeanzeige, jede Homepage-Seite so ist, dass du denkst, das ist eine hochwertige Brand. So. Und das Zusammenspiel von diesen vier Sachen ist es, glaube ich, was am Ende heutzutage zu einer Love-Brand führt. So, jetzt ist es zufälligerweise so, dass ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, weswegen ich das jetzt so vorsagen konnte. Aber genau, das wussten wir am Anfang nicht. Aber ich glaube, wenn man sich sozusagen für die eigene Marke und das eigene Unternehmen überlegt, was sind die übersetzt auf meine Welt, ne, für die Sachen, für die wir machen, und dann versucht in jeder Art der Kommunikation, jede Social Media Story, jeder Social Media Post, jeder Newsletter, jede PR-Anfrage, everything, Produktverpackung, das ganze Ding, wirklich mit einer Obsession darauf zu achten, dass diese Sachen immer nicht alle vertreten sind, aber mindestens ein, zwei. Ja, vielen Dank. Ja.
darauf achten die Leute und es ist einfach wirklich dieses Personal Branding ist einer der Must-Have-Factors, würde ich sagen. Da würde ich ein bisschen widersprechen, du musst es nicht so machen. Also ich kenne auch Love Brands, würde ich jetzt sagen, die, wo man gar nicht weiß, wer die Personen sind, die dahinter stehen. Ja? Das ist eine persönliche Entscheidung, ob man selber als Gründer, Gründerin gerne gesehen werden möchte. Und ich glaube nicht, dass man das immer muss. Ich kenne sehr viele erfolgreiche Unternehmen, wo ich sagen würde, die Marke ist auch saustark, wo das nicht so ist. Das ist ein total persönliches Thema, ob man das will oder nicht. Ja? Und wenn man es nicht macht, muss man halt überlegen, wie ersetzt man das denn? Ja? Was sind denn, wie kriege ich denn Emotionalität hin, wenn ich die Leute nicht sehe? Ist es, weiß nicht, eine Petition, die wir als Firma starten, die die Leute total bewegt? Ja? Oder dass man für Sachen spendet und die zeigt auf der Website, die einem total im Herzen liegen. Ja? Man kriegt das alles schon hin, ohne selber ein Gesicht zu sein. Selber in den Vordergrund zu treten, hilft natürlich total. Ja, dann macht sie halt ein paar Schritte, aber du musst es nicht machen, wenn du das nicht möchtest. Wie habt ihr eigentlich gebootstrapped? Also wie kann man sich das leisten und muss man dafür reich sein? Bootstrapping heißt ja eigentlich, dass du nicht reich bist. Also eigentlich, das ist einfach keine Kohle. So. Wir haben wirklich gebootstrapped. Also wir haben nur in Anführungsstrichen die GmbH gegründet. Also kostet ja 25.000 Euro in Deutschland. Jede von uns hat 12.500 Euro investiert und das war's. Ja, wir haben auch keinen Kredit aufgenommen bei einer Bank oder so. Ja, also es ist wirklich hart gebootstrapped. Bootstrapping funktioniert nicht bei jedem Geschäftsmodell. Ja, es gibt ganz viele, bei denen das nicht funktioniert. Wenn du sehr intensive Forschung zum Beispiel betreiben musst oder wenn du eine technische Entwicklung machen musst, die sehr komplex ist, dann geht das nicht. Ja, da, also kannst du noch so toll finden, aber es funktioniert nicht. Da brauchst du einfach vorweg Kapital, was du investieren kannst. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir uns alle dafür einsetzen, dass der Zugang zu Kapital für diversere Menschen zugänglich ist, als er jetzt heute ist. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, ich glaube, es gab noch nicht eine bessere Zeit, als Frau Funding zu kriegen, als jetzt. Ich bin Diana von Google Cloud. Ich bin Customer Engineer bei Google Cloud, jetzt seit 2,5 Jahren. Und als Customer Engineer unterstütze ich Startups und auch schon ein bisschen größere Startups, also aber alles cloud-native Unternehmen auf ihrer Reise in die Cloud. Also ich berate auf der technischen Seite, welche Services man auf Google Cloud nehmen kann, um bestimmte Lösungen zu bauen. Cloud ist, wer arbeitet schon mit Cloud? Mit welcher Cloud hast du schon ein bisschen was gemacht? Ich arbeite mit Google Cloud, aber auch mit OneDrive. Okay, ja. Sehr schön. Aber es ist gut auf jeden Fall, dass noch nicht so viele Hände oben waren, weil dann ist es hoffentlich auch jetzt nicht langweilig, was ich euch erzähle. Ich fange jetzt nämlich erstmal ganz basic tatsächlich an, was ist überhaupt Cloud? Ihr wollt eine Pizza essen und jetzt gibt es die Möglichkeit in der traditionellen Legacy-IT-Welt, da ist jetzt die Analogie, dass wenn man jetzt irgendwie eine Pizza essen möchte, tatsächlich erstmal irgendwie eine Küche braucht, man braucht einen Ofen, man muss den Teig machen, Pizzazutaten, alles vollkommen alleine von null auf. Wahrscheinlich am komfortabelsten ist es tatsächlich, wenn man einfach ins Restaurant geht und eine Pizza bestellt. Und dann müsst ihr auch die Pizza nicht mehr selber machen, auch nicht keine Toppings oder ähnliches mitbringen. Und da ist tatsächlich der erste Punkt, den ich euch gerne mitgeben möchte, ist, dass man tatsächlich auch diese Managed Services nutzen sollte. Das kann man dann als Bausteine zusammenfügen und kann tatsächlich dann auch schon schnell ausprobieren. Kommt das gut bei den Usern an? Ist das überhaupt, geht es in die Richtung, in der wir das brauchen? Und wenn es nicht so ist, kann man das relativ schnell auch wieder alles tatsächlich einfach löschen auf der Cloud und einfach von vorne anfangen. So, hi, wir haben uns nochmal kennen, David. Ich bin heute für euch hier, dass wir mal über das Thema Marketing bei Google sprechen. Ist ein Riesenthema. Ich habe eure Business Model kennengelernt gerade. Am Ende wird Google Marketing für euch wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen. Und eins ist mir wirklich wichtig. Ich weiß, das wirkt am Anfang alles so overloaded. Jetzt hatten wir einmal das Thema Awareness und das geht ja eher auf die breite Masse, wenn ich es richtig verstanden habe. Da geht es wahrscheinlich eher darum, wenn der Markt noch gar nicht existiert. Und dann in unserem, also jetzt in meinem Fall zum Beispiel, Möbel gibt es ja schon, würde ich dann eher spezifisch direkt auf eine Zielgruppe gehen oder und das dann auswerten und das von der Seite aufbauen. So könntest du es zum Beispiel machen. Also du hast ja Möbel, aber with a twist, weil du hast ja gesagt, das ist ja so ein Circular Economy oder Nachhaltigkeit genau. Und da könntest du halt austesten.
Möglichkeit 1, kriegst du da schon Suchanfragen, die in die Richtung gehen? Kannst du direkt in der Suche arbeiten? Wenn nicht, dann kannst du genau auch die Strategie anwenden und sagen, okay, ich kann hier schon fokussierter in Zielgruppen reingehen und kann sagen, ich kann ganz genau definieren, wenn die gerade auch nicht so suchen, aber die werden potenziell hohes Interesse haben an dem Produkt. So würde ich mich vorarbeiten. Übrigens da auch ein Tipp, Google Trends lässt euch auch ein super Database für eure Pitch-Decks. Da seht ihr die Suchanfragen über Zeit und kriegt auch schon so ein bisschen Gefühl, was im deutschen Markt und in anderen Märkten schon extrem wachsende Suchanfragen sind. Hilft immer auch, um so abzuschätzen, wird es die Suche sein oder wird es die Suche eher nicht sein. Danke. Ich hätte auch noch eine Frage. Würdest du dann empfehlen, dann auch, wenn du Ads schaltest, dann auch AB-Tests zu machen, um zu gucken, welche Ad dann besser performt? Ja, also AB-Testing ist ein unglaublich toller Tool. Ich bin da aber auch ganz ehrlich mit euch, hier splittet ihr am Ende Budgets. Wenn ihr größere Budgets habt, könnt ihr das machen und ihr kriegt am Ende eine gute Testmenge raus mit einer Signifikanz. Die Krux an der Sache ist manchmal, wenn die Budgets klein sind, was oft normal ist über die ersten Monate und Jahre, dass ihr dann dieses kleine Budget nochmal gegeneinander aufsplittet und so das eigentliche Volumen auf den gesplitteten Kampagnen nicht wirklich aussagekräftig ist. Grundsätzlich empfehle ich es aber immer sehr zu testen. Und wie gesagt, auch da, ihr habt ja die komplette Budgetkontrolle. Macht das erstmal niedrig, gerade in der Search. Ihr habt keinen großen Zeitstress, ihr müsst nicht sofort alles hier loslegen, könnt Schritt für Schritt Erfahrungswerte sammeln. Kleine Nachfrage, was denkst du, ist irgendwie ein Betrag, wo man sagt, okay, mit dem brauchst du eigentlich jetzt gar nicht anfangen? Keine. Also es gibt natürlich zum Beispiel Onboarding-Programme, es gibt Support-Systeme, da gibt es dann Mindestbudgets, aber für euch, für die ersten Erfahrungswerte, und wenn es 5 Euro am Tag sind. Es ist super wichtig, mal zu verstehen, was kostet so eine Suchanfrage, auch für eure zukünftigen Follow-up-Pitch-Decks, auch für die Asks, für eure Marketingpläne. Was kostet denn sowas? Was ist denn der Markt? Wie kompetitiv ist er? Was macht der Wettbewerb? Da kann man auf jeden Fall schon sehr viel Erfahrungen sammeln. Ich bin jetzt aber gerade in der Suche. Ja. Das Budget verwässert stärker auf anderen Plattformen. Ja, und natürlich ist da auch die Kontrolle und die Einsicht ein bisschen niedriger, wenn du auf eine breite Zielgruppe gehst zum Beispiel. Aber das ist auf jeden Fall, in der Suche fang ruhig klein an und find deine Erfahrungen und du kannst alles auswerten am Ende. Du kannst ganz genau sehen, was ist die Suchanfrage, was hat der Suchende danach gemacht, ist auf deiner Website gekommen. Das sind Sachen, die Gold wert sind am Anfang. Hat man auch die Möglichkeit, die Konkurrenz die Auswertung der Konkurrenz ein bisschen mitzusehen? Also ja. So grob, in welchem Spektrum ihr sich da die... Ihr bekommt in der Suche die sogenannten Auction Insights. Ihr seht also, wer mit euch auf dieses Keyword bietet. Ihr seht auch, wie ihr im Vergleich zu eurem Wettbewerb abschließt in der Auktion. Ja, also kriegt der Wettbewerb 90% und dann stehen halt die Webseiten dran oder könnt ihr gut mitspielen, kriegt also erstmal ein sehr gutes Gefühl auch, wie die Auktion landet. Und das sind auch Sachen, die euch wirklich helfen können, so in einer langfristigeren Planung. Ne? Wie wollt ihr den Markt aufbauen? Wie wollt ihr den Markt angehen? Ihr sagt, wir sollen uns viel Zeit dafür nehmen. Ja. Was ist ja. Viel Zeit? Ach so, ja. Also die, oder wie lange testet man dann sowas? Normal, also in unseren Projekten, die wir machen, sind es immer monatliche Tests und die sind zu Beginn immer aneinander angeschlossen. Das heißt, 3 Monate hast du Testphasen und dann wertest du jeden Monat aus, zu Beginn nach 2 Wochen, weil in den ersten 2 Wochen ziemlich viel einfach falsch laufen kann oder die falschen Anfragen kommen können. Und das heißt, so eine Testphase von 3 Monaten macht schon mal Sinn. Die ersten klaren Indizien, wie der Markt funktioniert, habt ihr nach 2 bis 4 Wochen. Ja? Danke euch auch. Ciao. Wisst ihr, wie viel Prozent der Inhalt in einer Präsentation ausmacht? Sind tatsächlich 7%. Und was ist der Rest? Körpersprache, das sind 55%. Und der Rest ist die Stimme. Und ich möchte aber diesen Teil Stimme auch etwas integrieren, dass ihr das im Hinterkopf habt, dass wenn ihr sprecht, dass ihr eure Stimme auch aktiv nutzt. Gerade als Gründerin müsst ihr ständig euer Startup präsentieren vor einer Audience, mal größer, mal kleiner. Von daher bitte ich euch jetzt nacheinander einen Punkt vorzulesen, den ihr aufgeschrieben habt. Und ihr startet mit, ich bin bemerkenswert, weil ich 100% arbeite, Bock auf meinen Job habe und noch meine Patchwork-Familie nebenbei mit den 2 Kids jongliere.
Punkt. Also kurz, knackig, KISS, keep it short and simple. Ich bin bemerkenswert, weil ich neben meinem Master jetzt auch noch ein Startup gründe und ganz alleine daran arbeite und Leute dafür begeistern möchte. Ich bin bemerkenswert, weil ich es schaffe, mit wenig Mitteln eine Community aufzubauen, wo vorher keine war. Heute haben wir den EV3 mitgebracht. Ich gehe mal davon aus, keiner von euch weiß, was der EV3 ist. Wir sind auch der Meinung, dass jeder programmieren kann. Und deshalb haben wir euch heute die Challenge mitgebracht, Code Your Way to Success. Wir haben die heutige Challenge entworfen, weil wir dachten, es ist total schön, so eine Erfolgsstory zu erzählen, wie man von der, quasi dem Büro in der Garage hin zum internationalen Unternehmen wird. Und das hoffen wir natürlich für alle Female Founders hier von CreateF heute, dass sie das mit ihrem Startup wirklich schaffen und durchstarten können. Kommt mal alle hier rüber. Genau, kommt mal erstmal runter. Und zwar, was wir heute mit euch machen, ist, zum einen basteln wir Roboter und zum anderen programmiert ihr dann die Roboter. Hallo, mein Name ist Dr. Carmen Köhler und ich bin Projektleiterin der Roberta-Initiative vom Fraunhofer IAIS. Wir sind heute hier, weil wir die Ehre haben, mit den Female Founders von CreateF zu programmieren. So einen Roboter wie den EV3. Hi, und ich bin Christopher Kaschny, bin Physiker und Teil des Open Roberta Teams und unterstütze Carmen heute beim Workshop. Komm, ich zeige euch jetzt einmal, also so sieht das gleich bei euch aus, wenn ihr programmiert. Ja? Das ist das sogenannte Open Roberta Lab. Es existiert gerne diese Open Roberta Initiative, die gibt es seit fast 20 Jahren inzwischen und seit 2003 werden wir unterstützt von Google. Okay, und das ist schon eure Programmieroberfläche und das Coole daran ist wirklich, dass es ein niederschwelliger Einstieg ist. Es ist eine grafische Programmiersprache, das heißt, wir klicken das zusammen. Dieser Startblock ist immer da und es ist quasi wie euer Schreibtisch, an dem ihr programmiert und dann links sind sowieso Schubladen, die man dann so aufmachen kann. Da haben wir dann Aktionen. Und da gibt es dann zum Beispiel fahre vorwärts, fahre mit welchem Tempo, stoppe, drehe rechts. Also wirklich niederschwelliger Einstieg, wie man sich vorstellt, okay, wenn ich programmiere, so dieses Computational Thinking, was für jeden total wichtig ist. So, wenn ich ein Roboter wäre, was müsste ich jetzt machen? Okay, geradeaus, dann nach rechts oder genau das könnt ihr jetzt hier sagen. Wir nehmen einfach mal ganz raus, fahre vorwärts mit dem Tempo und klicken das dann hier ran. Und dann sieht man immer ganz gut, wenn die Farbe dunkler ist, dann klappt es. Wenn sie hell ist, ist es nicht dran. Weitere Sachen, die interessant sind für uns heute, sind Sensoren. Und zwar hat der EV3 den Berührungssensor, Ultraschallsensor und den Farbsensor zum Beispiel. Das sind die vielleicht für euch interessant sein dürften. Und auch ganz wichtig ist bei Kontrolle, dass man hier dann diese Schleifen hat. Wenn irgendwas ist, dann mache etwas. Sonst was anderes, wiederhole unendlich oft. Oder auch, vielleicht auch später sehr wichtig, warte bis gedrückt Berührungssensor oder wenn man jetzt hier auf den Pfeil drückt, sind dann da auch andere Sensoren. Dun, 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 dun. Genau. Also ich habe erst nach dem Abitur habe ich eine Friseurausbildung gemacht, weil ich dachte, ich traue mir das nicht zu, Mathe zu studieren. Und ich dachte mal, wenn ich studieren würde, dann Mathematik. Und ja, dann habe ich nach der Friseursbildung Mathe studiert und dachte ich, ja, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich auch noch einen Doktor in Physik ranhängen. Ihr würdet dann später einfach quasi hier auf Play drücken, dann geht das automatisch auf euren Roboter rauf. Das ist er. Genau. Und dann kann man hier auf Play drücken und da sieht man, kann man das Programm austesten, dann sieht man, fahre mit 30, 20 Zentimeter. Hat funktioniert der Code. Und später müsst ihr gucken, wenn ihr das selber baut, ihr werdet den nämlich gleich alle selber nachbauen, dass ihr, wenn ihr einen Motor anschließt und das in einen Port steckt, dass es identisch ist mit dem, was ihr hier im Programm gleich habt. Und der erste Schritt wäre jetzt, dass ihr erstmal den das nachbaut und einmal ein Programm übertragt. So, hier, Box Nummer 1. Dann dürft ihr euch schon mal rübersetzen. Tschüss! So, wenn ihr in euer Kastenset guckt, ihr habt alle so ein Chromebook. Wenn ihr den öffnet, das erste Tab ist eine Bauanleitung, die sich jetzt aufbaut. Und mit der könnt ihr ziemlich, also relativ entspannt gleich dieses Basismodell für den ersten Schritt nachbauen. Ja, viel Spaß damit, oder?
danke, dass ich das zusammenbauen darf. Ich möchte jetzt die andere Seite machen. Okay, das ist fair. Okay, und jetzt sind wir eigentlich schon ready zum Verbinden. Das, was wir eben hier in der Simulation gesehen haben. Und jetzt mal gucken, ob wir es auch hinbekommen mit dem EV3. Legen wir den mal hin und klicken hier in der linken Seite auf diesen Play-Button und gucken, ob dasselbe passiert. Spannung steigt. Okay, aha. Und? Habt ihr es gesehen? Er ist gerade ausgefahren und ein Stück nach rechts rotiert. Und schon haben wir eigentlich unser erstes Programm mit dem Roboter gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr es jetzt direkt mal ausprobieren. Also dann kommt mal hier rüber. Es geht jetzt zur Challenge. Genau, komm her. Meine Oma ist super techie, die hat dann schon immer so, ich wollte jetzt gerade, ich habe eine russische Babuschka und sie sagt, Carmen, das musst du so machen. Und dann zeigt sie mir immer, wie man, sie hat immer ihr Handy gehabt, ne, und hat mir immer alle unterschiedlichen Apps und sowas gezeigt. Und mein Opa hat ja auch in seinem Haus, sie hat so unterschiedliche Computer gehabt und hat dann so ein Netzwerk gebildet und so, also. Er war eigentlich ausgebildeter Tischler, aber fanden beide Technik total spannend. Das zeigt, es total alterslos. Es ist einfach immer nur im Kopf, ne, dass man es nicht kann. Oh! Oh yeah. Sehr gut. Da haben wir auf jeden Fall schon welche Spaß. Genau so soll es sein. Ihr seid natürlich alles Gründerinnen. Und wir wünschen euch natürlich eine erfolgreiche Gründerstory. Und dementsprechend haben wir uns auch so ein bisschen, natürlich wegen Google, auch an der Gründerstory von Google orientiert. Ich glaube, man muss anfangen mit einer Idee, dann den Mut haben, sie umzusetzen. Sie muss groß genug sein, um viele Leute damit zu erreichen und abzuholen. Und dann muss man einfach dabei bleiben. Und haben dann gedacht, wir machen so ein bisschen so den Weg zum Erfolg, den ihr alle haben werdet, natürlich. Und wir haben jetzt, okay, es fing ja an im Studentenwohnheimzimmer. Wir haben jetzt angefangen mit der Garage. Das war ja das erste Büro von Google. Das heißt, wir fangen hier an bei der Garage. Dann steht hier ein EV3, so einer von den Robotern. Dann geht es weiter. Das Startup hat Liftoff und geht richtig, wird international, wird dann zum Unicorn und dann an die Börse und 5 Sterne und alles und ding, 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 ding. Super. Und dann fährt er hier, sind andere Microcontroller und die werden dann alle umgefahren. Bam. Und jeder bekommt eine eigene Rolle. Und welche Rolle wer bekommt, das wird jetzt ein bisschen verlost. Und zwar fangen wir mal hier an. Ihr bekommt hier den Touch-Sensor. Den könnt ihr gleich benutzen. Was genau ihr machen werdet, erfahrt ihr gleich. Ich mix hier hinten nochmal. So, okay. 1 oder 2? 1. Okay, hier habt ihr den Ultraschall-Sensor. Den dürft ihr gleich benutzen. Was genau, sagen wir gleich. 1 oder 1? 1! Gute Wahl. Ihr bekommt den Farbsensor. Den könnt ihr auch gleich benutzen. Das ist wie so ein Staffellauf. Genau. Quasi. Und natürlich, Teamwork makes the dream work. Okay, dann könnt ihr eigentlich schon mal in eure Startposition. Ja.
let the challenge begin. Team 1, go! Wow, schon aktiviert, bam! Großartig. Oh. Okay. Ja, der Tag war richtig gut und wir haben einfach mal den Robot Supreme gebaut. Das war sehr nice. Ja, heute war wieder ein super ereignisreicher Tag. Heute hat sich, glaube ich, der Horizont von uns allen nochmal um einiges erweitert. Und mitnehmen tue ich, dass ja, man manchmal doch auch einfach stolz drauf sein kann, was man denn alles schon geschafft hat. Und ja, dafür das nicht verstecken sollte. Vielen Dank für den tollen Tag. Es hat super viel Spaß gemacht. Ihr seid echt alle so tolle Frauen und inspirierende Frauen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg in der Zukunft. Und ihr habt die Challenge super gemeistert und ganz toll programmiert for success. Und you're all remarkable. Vielen Dank. Ja, es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe sehr, dass ihr alle was mitnehmen konntet. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben, was Google und Google für Startups so zu bieten haben im Startup-Bereich für Gründerinnen und Gründer. Und hoffen, dass wir jetzt gemeinsam auf die Reise gehen und euch weiterhin unterstützen können. Die Gründerinnen hatten eine bewegte Woche. Die Challenge bei Google ist vorbei. Und jetzt kommt die nächste Wochenaufgabe von Claire und Victoria von dem Bizinet. Liebe Gründerinnen, diese Woche bitten wir euch darum, jemand völlig Fremdes auf der Straße anzusprechen. Zum Beispiel einen Passant oder eine Passantin. Und dann sagt ihr ihr, stell dir vor, ich gebe dir jetzt 100.000 Euro. Würdest du in mein Business investieren? Und dann pitcht ihr euren Elevator-Pitch. Ob sie jetzt investieren oder nicht, das musst du sie fragen. Viel Glück! Käsekrake, 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 na 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 na, genau, so fühle ich mich ein bisschen.